Hallo zusammen, im heutigen Video zeigen wir euch einen Zweiteiler, also Teil 1. Da machen wir einen Mercedes Coupé mit einmal mit Markern und mit Bleistift. Das Ganze, wie gesagt, zwei Teile. Alle Tipps und Tricks dazu findet ihr auch natürlich in unserem neuen Buch 100 geniale Zeichentricks, oder ihr gewinnt es auf Instagram. Schaut einfach unter Akademie Ruhr. Hier geht's los, und zwar als erstes skizzieren wir wie immer mit dem Bleistift die Sachen vor, das Ganze auf Perspektive aus. Das heißt, wir bestimmen im Groben die Laufrichtung der Skizze und die Räder. Die Räder sind natürlich Ellipsen, die dann dementsprechend ein bisschen schmaler gestaltet sind, weil das Fahrzeug ja nach hinten verläuft. Die hintere ist dann ein bisschen kleiner und enger, also vom Durchmesser, natürlich auch den Mittelpunkt weiter nach links versetzt. Ihr merkt, das sind so Kleinigkeiten, aber dann dadurch wird das Auto auch sehr, sehr, sehr authentisch. Kurz vielleicht für diejenigen von euch, die das erste Mal uns zuschauen: All diese Tipps und Tricks, die ihr hier seht, könnt ihr speziell auf Transportation Design auch unter onlinekurse.akademieruhr.de nachschauen, oder ihr besucht unsere Kurse, wenn ihr euch zum Beispiel für ein Transportation Design Studium bewerben möchtet. Da sind wir auch ganz stolz auf unsere nahezu 100%ige Erfolgsquote. Schaut einfach unter mappenvorbereitungskurs.de oder besucht uns einfach unter akademieruhr.de, und da können wir euch all das nochmal erklären und so ein paar Möglichkeiten zum Kurs aufzeigen. Hier zurück zum Auto. Man sieht jetzt bei den Rückleuchten, die natürlich hinten deutlich schmaler verlaufen, weil wir das perspektivisch richtig skizzieren. Und das Ganze wird nach oben jetzt aufgebaut. Also wie immer bei sowas natürlich extrem wichtig, dass man so die Grundlagen beherrscht, dass ihr das versteht, wie sich sowas gestaltet. Und man daraus die erkennbaren Linien zeichnet. Also hier die erklärende Linie, die man hinten im Fahrzeug sieht, die erklärt nochmal so ein bisschen den Verlauf. Und mit lockeren, dynamischen Linien wird die Silhouette noch so ein bisschen aufgezeichnet. Das heißt, wir gehen dann nach vorne, wird es ein bisschen kleiner und bauen es hin zum Dach. Und immer wieder mit einem leichten Strich das Ganze nachgehen, ein bisschen knackiger gestalten, also mit der Linie ein bisschen kräftiger arbeiten. Und dadurch wird es dann auch spannender. Man sieht es jetzt hier am Dach, wie das Ganze auch schon in Form annimmt. Wirklich zeichnet dynamisch in einer Linie vor. Das ist sehr, sehr wichtig, damit die Zeichnung auch gut funktioniert. Sonst wirkt immer merkwürdig, wenn man das nämlich nicht macht. Dann wirkt es abgehackt, und dann ist auch die Zeichnung, auch so die Emotion einer Skizze eigentlich nicht mehr gegeben. So, man sieht es jetzt hier vorne, wie wir das jetzt vollenden. Dann wird es hier runtergezogen. Und ausgearbeitet. Und jetzt kann man sich den kleinen Details widmen. So ist das Ganze schon mal stimmig. Ihr seht, wie die Fahrzeugkontur aufgebaut ist. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, ein Fahrzeug zu skizzieren. Das ist jetzt hier die sogenannte perspektivische Skizze. Es gibt, die wir praktisch von unten, also das Ganze als eine Art Kasten aufgebaut haben. Es gibt aber noch die Möglichkeit, daraus noch einmal nach diesem sogenannten Blasenprinzip das aufzubauen. Das heißt, man zeichnet eine Blase und die wird dann ausgebaut. Aber das ist so verschiedene Möglichkeiten, je nachdem,
welche einem besser liegt. Wir haben das jetzt so aufgebaut, aber bei anderen Videos findet ihr von uns auch das sogenannte Blasenprinzip. So, und hier nochmal zu den Reifen, die werden natürlich auch mit einem lockeren dynamischen Strich skizziert. Dann auch die Felgen angedeutet. Ganz wichtig, die Perspektive beachten, damit das auch funktioniert und nicht zerstört wird. Und das Ganze nochmal ein bisschen anschraffiert. Morgen gehen wir nochmal auf die Markertechnik ein. Dann werden wir das Ganze mal ganz leicht in wenigen Minuten mit Markern ein bisschen auffrischen, aufwerten. Aber hier habt ihr schon mal so ein insgesamt die Grundform, die könnt ihr vielleicht bis morgen üben. Und alles andere dann die Koloration mit einer Farbe morgen, nur um die Lacktöne mal aufzugreifen. Also, das ist jetzt der aktuelle Stand, Teil 1. So sieht es aus, wenn es fertig ist. Viel Spaß beim Zeichnen. Danke vor allem fürs Zuschauen. Bis morgen und hier nochmal die Adressen onlinekurse.akademiehohe.de oder auch für Mappenvorbereitungskurs und unsere Workshops. Alle URLs auf einmal. Ansonsten vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Dankeschön und bis morgen zum zweiten Teil. Danke, euer Akademie-Ruhr-Team.